Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sahen am heutigen Nachmittag einen äußerst spannenden Nationenpreis, der uns am Ende... Die erste Entscheidung, meine sehr verehrten Damen und Herren, in einem FI-Nationenpreis an diesem Wochenende hier bei den Amadeus Junior Specials ist gerade entschieden worden. Mit einer ganz, ganz großen Überraschung, mit einer kleinen Sensation. Denn sie sind als extreme Außenseiter heute ins Rennen gegangen, da sie nur drei Teilnehmer in ihrer Equipe gehabt haben. Aber sie haben gekämpft wie die Löwen und sie wurden am Ende belohnt mit dem Sieg, das Team aus der Schweiz. Und hier strahlen sie. Die Andrea, die Stefanie und Aline Bergomi. Und die Aline Bergomi, Team Schweiz. Nur drei Reiter und dann steht die als Sieger da. Christian Sodar hat soeben angerufen, er war ganz überrascht als technischer Leiter und war ganz stolz, dass ihr gewonnen habt. Und wie war das Gefühl, wenn man so zu dritt rein muss und dann am Ende gegen die hochfavorisierten Italiener gewinnt? Ja, also es war einfach, also ich dachte nicht, dass wir jetzt gewinnen, vielleicht zweite oder dritte, weil wir eigentlich noch ganz gut geritten sind und wir haben einfach gut zusammengehalten, wir verstehen uns und eigentlich ist es schade, dass wir nicht vier sind, weil ja, es wäre eine Streichnote und dann, ja, aber jetzt sind wir gut geritten und ich bin ganz stolz, dass wir das zusammen gemacht haben. Also ich hätte es auch nicht erwartet und bin ganz glücklich drüber, ja. Aline, tu sei partita prima della squadra. Fatto subito un giro senza penalità, netto, e tu sei stato veramente nervoso nel primo giro? Sì, sono molto contenta di come è andato il primo giro e anche del secondo. E basta. No, guarda, tutti e due, tutti e tre, doppio netto, 0-4, 0-4, questo è un risultato meraviglioso. Perché è così forte anche in due giri? Credo che sia stato il fatto che ci siamo trovate bene assieme, che i nostri cavalli sono stati bravi e che abbiamo montato tutte e tre con la testa per fare un buon risultato e eravamo pronte per fare questa gara. E siete tutti e tre la prima volta in Lambrechthausen. Come si sente questo concorso? Il concorso è molto bello, organizzato bene, i giri sono tecnici e credo che siano perfetti per prepararsi agli europei con queste tappe dell'Ixio. Adesso aspettiamo a domenica il Gran Premio. Come la possibilità per le Svizzere di vincere ancora? Speriamo, siamo venute qua per fare buoni risultati, ma vedremo, meglio non... Und Kondition ist noch da für den großen Preis. Was rechnest du dir persönlich aus für den großen Preis? Ja, natürlich hoffe ich, dass es auch so gut abläuft. Also ich kann es nicht voraussagen, aber wir werden schon schauen, dass unsere Pferde bis dann fit sind und dass sie einfach genug Ruhe bekommen morgen und dann für Sonntag dabei sind. Dann wünsche ich mir eigentlich noch toi 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 für den Sonntag, für den großen Preis. Damit es wieder vielleicht eine Schweizer Siegerin gibt. Bocca al lupo per il Gran Premio.